So, dann herzlich willkommen zur Weekend Edition von JFD Live Trading TV. Hier geht es jetzt ausschließlich um den DAX und um die deutschen Werte. Also um die Top 7 wieder. Da schauen wir uns jetzt dann die Wochenkerzen erstmal von Bayer an. Was gibt es hier jetzt zu beobachten? Der EMA 200 konnte nicht überwunden werden und das Kaufsignal eben bei das richtige oder das trendbestätigte Kaufsignal bei über 100 Euro wurde nicht aktiviert. Und hier ist es jetzt ja nicht ganz ein Doji, also recht unentschlossen. Dann die Marktteilnehmer, der SMA 200 konnte verteidigt werden. Bei der Allianz sieht man hier, dass der EMA 200 gehalten hat auf Wochensicht und es dann einen Kampf an der alten Unterstützung dann gegeben hat bei 134 etwa rum. Vom Wochenchart aus könnte es hier noch ein Tief fehlen. Sonst könnte man auch hier knapp unter der 130er Marke einen Long-Versuch starten. Sonst sieht es eigentlich gut aus. Aber wie gesagt, im Prinzip könnte noch ein Tief fehlen. Siemens scheiterte an der Unterkante und steht eben hier recht solide zwischen den Monatsunterstützungen, die haben hier gehalten. Verkaufsdruck dürfte erstmal eben auch ausgelaufen sein. Bei Daimler sieht man, dass hier es nicht über den EMA 200 ging und auch nicht über die Unterkante des Rainbows. Ein Kursziel ist bei 65 Euro erreicht worden. Danach sollte es ein Stück abwärts gehen. Arg viel mehr nicht. Der Stopp hier unten muss definitiv halten. Im Prinzip wäre auch jeder Wochenschlusskurs unter 60,50 natürlich dann negativ. Ein Gap Close wäre natürlich möglich, aber wie gesagt nicht als Wochenschlusskurs. Airbus könnte man fast am Hoch verkaufen. Gab es sozusagen eine kleine Verkaufsempfehlung. Hier ein weiterer Absacker Richtung 53. 50 vielleicht könnte man zum Wiedereinstieg benutzen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist da eigentlich dann doch recht bescheiden. Wie gesagt, hier unten war der Top-Einstieg und man konnte 10% innerhalb von einer Woche mitnehmen. Telekom ist ähnlich, hier kann man Abwärtstrend noch zeichnen. Im Prinzip erst wenn es über den Abwärtstrend hinübergeht, wäre für mich die Aktie wirklich interessant. Aktuell muss man in den unteren Zeitebenen schauen und ja, da ist liegen auch noch einige Widerstände vor dem Kurs, bevor es einen Befreiungsschlag geben kann. SAP habe ich ja erwähnt, wer das hier, sage ich mal, spekulativ mag und einen Short ansetzen wollte, Stopp knapp über der 70 Euro Marke und ja, 2 Euro bis 68 wären dann vielleicht drinnen mit einem engen Stopp, würde sich das rechtfertigen, ein Short Setup. Noch zu BASF. Das sieht es hier nach einem Rundboden aus. Und von den Mustern her wäre hier auch eine Abwärtsbewegung abgeschlossen. Also der Wert gefällt mir. Hier gibt's, hier wurde die Kurslücke nicht ganz geschlossen.
aber eigentlich sozusagen fast, also muss man auch nicht mehr draufsetzen, dass das jetzt hier nochmal runtergehen könnte. Also den Wert werde ich mir Anfang der Woche definitiv auf die Watchliste legen und dann trendbestätigend einsteigen. So, und jetzt kommen wir zum DAX allgemein. Er scheitert an der 9.550er Marke. Tageschart hat er sich noch über der Unterkante gehalten. Und solange das der Fall ist, kann hier noch eine weitere Aufwärtsbewegung folgen. Oder wie in dem größeren DAX-Analyse eben geschrieben worden ist, wenn hier die Aufwärtsbewegung zu Ende ist, dann kann hier auch an die anderen Fibos herangelaufen werden. Im Extremfall kann auch fast die komplette Bewegung korrigiert werden und von hier aus ein Anstieg dann erfolgen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man muss sich dann auf ein, zwei einlassen, ob man dann auch vielleicht mit kleinem Gewinn oder ob mit kleinem Verlust dann rausgeht, muss man natürlich da berücksichtigen. Hier wurde am Freitag das Tief zunächst sehr gut gefunden. 60 Punkte ist der DAX dann angestiegen. Ich habe den Stopp noch gelassen, zunächst gelassen und dann auf das Low gesetzt. Also sind hier 15 Punkte minus eingetreten und aktuell sieht man hier, habe ich jetzt die deutsche Indikation, in der JFD-Integration sieht es ähnlich aus. Hier hat die Wolkenunterkante gehalten und sobald es wieder über das Hoch, über ein Verlaufshoch von 9.435 geht, kann man eine Long-Position eingehen. Noch ein markanter horizontaler Widerstand würde bei 9.485 liegen und dann sollte hier der Kursziel angelaufen werden. Unter 9.435 gibt es hier eben die zwei horizontalen wichtigen Unterstützungen, jedoch unter 9.270 etwa ist eigentlich ja womöglich ein Rücklauf bis an die 9.000er Marke dann möglich. Schauen wir ganz kurz noch, wo hier die Fibonaccis liegen. Hier wäre dann Mitte des Gaps dann die Trendwende, was eigentlich recht unwahrscheinlich ist. Ja, ich würde dann eher darauf setzen, dass dieses Tief womöglich hält, also eher die 9.100er Marke. Schauen wir nochmal den Stundenchart an. Das wäre dann eben dieser Bereich, ja, 9.100. Es wären dann hier trotzdem rund 150 Punkte direktes Abwärtspotenzial. Das war's für den DAX. Danke fürs Zuhören und bis Montag.